willkommen zurück. Ich möchte heute mit diesem Video ein neues Videoformat präsentieren, in dem ich mehr oder weniger so Vlogs mache. Hauptpunkt ist es, dass ich einfach mehr Content produzieren möchte auf diesem Kanal, weil, ehrlich gesagt, wenn ihr guckt, die letzten Wochen habe ich nicht so viel an, außer das eine Entschuldigungsvideo und ich glaube, so kann es nicht wirklich weitergehen. Ich muss ein bisschen mehr Content hier produzieren, wenn ich diesen Kanal hier irgendwohin bringen möchte. Und jede zwei Wochen etwas hochzuladen oder halt, wenn ich jetzt ein längeres Projekt habe, wie mein 100 Abonnenten Special, das einfach länger dauert, wo ich dann halt zwei, drei Wochen halt nichts hochlade, was auch kacke ist für euch, besonders die abonniert haben. Ich empfinde, dass besonders ihr als Abonnenten, besonders weil ich jetzt so fast an den 110 Abonnenten dran und mit 108 Grad, einfach, ihr habt mehr verdient als einfach nur mal ein Musikvideo oder eine Review jede zwei Wochen. Ihr habt einfach mehr verdient. Punkt. Und deswegen versuche ich mit diesem Format einfach jede Woche oder zweimal die Woche, ich muss mal gucken, wie ich das insgesamt schaffe, einfach mehr Videos zu produzieren. Sei es jetzt einfach nur, wo ich über euch mit irgendwas rede, wie das hier oder ein bisschen behind the scenes was mache, wenn ich euch zeige, was für neuen Liedern ich arbeite und so einen ganzen Quatsch halt. Wo es einfach auch mal off-topic sein kann, wo dass ich einfach mal über was anderes rede, wie halt Animes, weil ich habe ja auch eine ziemlich große Interesse an Animes oder Videospiele, dass ich darüber hier einfach mal rede. Dass einfach mal ein bisschen auch Abwechslung kommt, als einfach nur Musikvideos und Tutorials und Reviews. Ich bin einfach nicht bei dem Punkt, wo ich genau diese Art Content, also die Musikvideos und so weiter, jede Woche machen könnte. Also ich könnte, dann würde aber die Qualität noch weiter sinken. Also ich sage jetzt nicht, dass ich die beste Qualität aller Zeiten habe in meinen Musikvideos oder der Musik, die ich mache. Und einfach nur, dass die halt einen höheren Qualitätsstatus hat, möchte ich einfach sowas hier machen. Etwas Content, der weniger Arbeit verlangt, sagen wir es mal etwas so. Und wir kommen jetzt einfach mal zu dem Punkt, das ich vorhin angedeutet habe. Das 100 Abonnenten Special. Das 100 Abonnenten Special wollte ich schon längst hochladen, wenn das vierte fertig wäre. Es ist aber nicht fertig, wie ihr euch denken könnt. Ich wollte, da ich ein riesengroßer Anime-Fan bin, ein Opening-Special machen. Also ein Opening, das heißt, in Animes werden am Anfang Openings gezeigt, bevor die richtige Folge losgeht. So Intro-Songs, die anderthalb Minuten lang sind. Und ich wollte ein Medley davon machen. So bekannte Songs, so auch deutsche bis Nostalgie von den RTL-2-Tagen, wo ich noch so 10 Jahre alt war und so weiter. Mit der Songs wie von Dragon Ball, One Piece und das alles. Als das halt alles noch irgendeine Relevanz gehabt hat in der Jugend. Okay, Anime hat heute eine etwas höhere Relevanz als damals, aber eben es gibt heute einfach keine Lokalisierung mehr von Openings, was eventuell was Gutes ist, aber auch was Schlechtes, na, kann man debattieren. Auf jeden Fall habe ich mir damit so viel Arbeit gemacht, und dass ich das in keiner normalen Art fertigstellen kann einfach. Das Problem ist, dass ich habe mir Songs rausgesucht, insgesamt waren es 13 Stück, die ich mir rausgesucht habe, so Animes, die ich richtig gut finde und wo ich denke, dass ich die covern könnte. Unter anderem Opening von Watamote, Sakamoto oder One Piece, Pokémon, das halt alles. Zu dem Punkt, dass ich es geschafft habe, zwar die deutschsprachigen Anime-Openings, wie halt Du wirst unbesiegbar sein, oder das englischsprachige Pokémon-Film, was ich noch nicht aufgenommen habe, was ich machen könnte, einfach es in einen unfertigen Zustand da liegt. Das Deutsche ist fertig, aber der Rest nicht. Die japanischen Sachen, weil ich habe das Opening von Konosuba drin, oder das zweite Opening davon, was ich persönlich ziemlich geil finde. Und ehrlich gesagt, meine japanische Aussprache lässt einfach zu wünschen übrig und das möchte ich keinem wirklich antun. Deswegen habe ich hier einen Kompromiss dafür. Anstatt das Medley zu machen in der Länge, die ich es eigentlich haben wollte. Ich kann euch eigentlich auch mal zeige ich jetzt gleich ein paar Bilder von dem, was ich alles gemacht habe. Ich habe ein komplette Google-Dokument gemacht, eine so eine Tabelle mit den ganzen Songs, die ich drin habe, was ich alles zu machen habe. Und dann als ich zu diesem Gesang kam, war dann der Punkt angekommen, wo ich dann sage, okay, du hast hier mehr dir vorgenommen, als
dir vielleicht irgendwie zutrauen solltest. Und deswegen werde ich praktisch ein dieses Anime Opening Special Medley als eine Light-Version machen von den Songs, die ich fertig habe. Wir hatten den deutschen Songs und so weiter. Und werde dafür praktisch 2 Musikvideos hintereinander posten. Und das wird dann praktisch mein Abonnenten-Special. Es ist zwar nichts Besonderes, aber es ist sogar das Beste, was ich machen kann jetzt. Ich habe es versprochen, jetzt in den Abonnenten-Special, und ich möchte jetzt nicht einfach das Versprechen brechen. Ich werde es nicht hundertprozentig brechen, aber nur zum Teil. Zum Teil mal mein Versprechen, dieses Medley zu machen, dieses Anime-Opening-Special. Nur ich werde das nicht in der vollen Länge machen, wie ich es eigentlich machen wollte, weil, wie gesagt, ich kriege das nicht hin ohne meine Qualität, die ich bis jetzt so einigermaßen erarbeitet habe, zu halten. Deswegen werde ich nur ein Medley machen von den Songs, die ich fertig habe, und werde dafür ein weiteres Cover aufnehmen, an was ich gerade schon arbeite. Und das wird ein Cover sein von dem Song, was kann ein Mensch schon ertragen? Glaube ich. Leider steckt später, das heißt, wie soll ein Mensch das ertragen? Und ich werde davon ein Cover machen, nur nicht in dieser weinerlichen Pop-Song-Art, wie das Song eigentlich ist, sondern in einer etwas härteren Variante, indem ich das Ding nehme und ein bisschen anders mache, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte. Und jetzt endlich mal durchziehe. Es ist ein First von mir, sagen wir es mal so. Und das werde ich auf jeden Fall durchziehen und praktisch 2 Musikvideos hintereinander posten. Vielleicht werden sie eine Woche auseinander sein oder weniger. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt aufklären, damit das hoffentlich geklärt ist. Dieses Vlog-Style-Videos werden öfter kommen. Jetzt, wie gesagt, jede Woche oder zweimal pro Woche. Nur ob ich das tatsächlich komplett durchziehe mit zweimal pro Woche, ist was anderes. Auf jeden Fall werde ich Update-Videos machen oder halt über jeden möglichen Kram halt labern, was ich halt möchte. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr es angucken wollt oder nicht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu dem Medley, wie auch den Cover von Philipp Pulser. Wie soll ein Mensch das ertragen? Bis denn. Hey, danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Content gefällt, könnt ihr gerne unten abonnieren oder ein Like dalassen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr ein Dislike dalassen. Falls ihr mich direkt unterstützen wollt, könnt ihr dafür auf Patreon gehen. Link ist unten in der Beschreibung. Genauso ist unten in der Beschreibung all die ganze Technik, die ich verwende, sei es meine Kamera, meine Abhörmonitor oder meine Instrumente. Ihr findet überall Links für die ganzen Sachen, die ich benutze. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, denn ich werde jede Woche ein Video hochladen. Bis dann. Ciao.